Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Epic Battle Fantasy 5. Weiter geht es. Hier. In dieser Scheune. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Ich baue hier unten Gras an, habe ein modernes Lichtsystem mit Salizisch. Gras wie auf der Wiese oder die andere Sorte. Wenigstens genießt ihr die Apokalypse. Der Smoky. Ein Schokoherz. Du kannst es deiner Mutter geben. Drachenfurt und Seide. Oh, das ist aber eine interessante Sache. Na, das funktioniert wieder nicht. Das geht auch nicht. Nein, das geht auch nicht. Ich glaube, der Anfang ist okay. Verdammt, das funktioniert nicht. Okay, also von hier unten scheint es nicht zu funktionieren, oder? Es würde funktionieren. Naja, es geht aber nicht. Oder? Sieht genauso schlecht aus. Also an sich sieht es echt gut aus, aber der eine Punkt stört. Das hätten wir es geschafft wahrscheinlich. Naja, auch nicht. Okay, das heißt, hier muss ich enden. Ja, hier muss ich, hier muss es. Ach, guck mal, ich habe gar nicht gesehen, dass man die Dinger wieder. Ich denke, man kann da nicht rüberlaufen. Ich denke, das ist ein Abgrund. Okay. Sieht dann gar nicht so verkehrt aus. Easy, Geheimplantage. Ein kleines Pflänzchen. Hilf einem Zauber, vollkommen legale Pflanze in einer Scheune anzubauen. Friedenszeichen. Ersetzt den Schadenseffekt der Waffe durch geschwächt, lässt sich nie mit ähnlichen Effekten stapeln und 24 mal Gras. Ah ja. Und haben wir sonst noch irgendwas bei den Dingern hier? Irgendwelche Schätze? Nö. Wollen wir hier außen lang laufen irgendwo? Nö. Also war ja tatsächlich nur Gras drin. Und eine Kiste halt. Wow. Bin schockiert. Ja, mal kommen. Hier kommen wir sonst nicht weiter, wa? Nö. Also wir müssen rechts weiter. Und unten ging es auch rechts nicht lange, wa? Ja, nur von da. Okay, man muss dann rechts wieder. Erstmal rechts und dann unten. Was zur ist das? Eine ganze Latte aus schwarzem Fels? Das erfiegt der Monolith. Warum schwebt es so? Ist es im Angriffsmodus? Wenigstens müssen wir jetzt, wo der Meteor eingeschlagen ist. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Das hier ist unsere Endstation. Wir durften echt weit hierher reisen. Ich schätze mal, wir finden jetzt heraus, was der Plan der ganzen Monolithen ist. Ich bin definitiv etwas nervös. Wir sind super weit von zu Hause weg. Das hat jetzt wirklich auf ein großes Abenteuer mitgestellt, nicht wahr, Nolex? Miau! Na, ich bin wirklich froh, dass ich hier nicht alleine hergekommen bin. So viel ist sicher. Alles wird gut, Nolex. Miau! Ja, sicher. Ich will erstmal hier unten lang, aber ich kann. Ach, wir kriegen erstmal noch den Hammer. Stimmt. Aber auch das hier. Horden böser Monster am Kiefer lauten schon angefunden, aber ich fürchte, die fiesesten Bestien kommen erst noch. Ich werde hier stehen und einen bisschen engpassen Widerstand leisten bis an das Ende meiner Tage. Mit der Farmressourcen könnte ich eine Palisade errichten und noch etwas länger ausharren. Klebeband und Weihwasser brauchst du noch. Jeder, der noch kämpfen kann und das Dorf verteidigen kann, ist hier positioniert. Wie ihr sehen könnt, sind das nicht viele. Es scheint, Gott Katze hat diese Gegend im Stich gelassen. Okay. Sie müssen scheinbar gegen den kämpfen, was? Es gibt keine andere Möglichkeit. Witzig. Echt die einzige Möglichkeit. Oh, ist natürlich noch nicht das Ende, ist ja klar. Ist es aber schon? Ne, ist noch nicht. Okay, dann let's go, würde ich sagen. Auf zum Monolithen! 122.000 dem Energie. Jeder bekommt zwischen den Runden zufällige offensive Buffs. Too ugly, kosmischer Monolith. Da ich es unfair finde, dass ich ihn scannen muss und dann das angreifen kann, werde ich einmal kurz abhauen.
und dann beim nächsten Mal den Scan bereits gemacht zu haben, um hier nochmal extra 20.000 Schaden zu verursachen. Und natürlich nochmal eine Rakete mitzunehmen. Wie zum Teufel kann ein Fels sich so bewegen? 230% Ausweichrate, alles klar. Also 230 Ausweichrate. Blitz ist es anfällig, alles klar. Ah, ist okay. Kann man machen. Ich gehe mal davon aus, der wird jemand rufen. Deswegen werde ich meinen Sternschlag noch aufheben. Und das anfällig gegen Blitz. Pulsar auf alle. Wie? Okay. Mangi auf Angu. Nice, 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 nice. Auf Natalie. Du gibst uns mal 9 Leben. Ich habe das Gefühl, der wird gleich einen Hyperangriff machen. Let's go. Piu, 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 piu. Let's go. Piu, 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 piu. What? Cheating. So, wenn wir erstmal einen Reflex machen. Genau. Ja, Magieangriff führt ja natürlich dazu. Ist ja Logo. Wir können aber noch eine Magieabwehr machen. Ist auch gut. No Legs. Und sie? Was macht sie noch für uns? Ist gut. Nicht wirklich was, oder? Er hat Pech und wir haben Glück. Passt auf, Leute, es wird... Sprachlos. Bam, bam, bam. Ja, yeah, die machen aber 14.000 Damage. Angriff, Angriff, genau. Ich nice. Okay, let's go. Bing, 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 bing. Ah, ich wollte ihn einfach... Nein! Warum musst du jetzt alles treffen? Du Sack. Ah, dabei wollte ich die noch einfangen. Ah, der Krater. Ich kann tatsächlich erstmal nirgendwo hin. Keine Ahnung, ich werde mir erstmal dutzende Dinger davon noch hinmachen, damit wir wissen, okay, da ist was. Da komme ich auch nicht hin, alles klar. Der Krater. Ich frage mich, was die Leute zu Hause machen würden, wenn ich von diesem Ort erzähle. Sie würden mich wohl anketten und nie wieder gehen lassen. Ich hatte erwartet, einen Krater umgeben von Monolithen zu finden, aber das sieht fast aus, als wären wir auf einem ganz anderen Planeten. Hier haben wir auf jeden Fall Teleporter, oder? Hätte ich gedacht. Okay, nur in die Mitte sind wahrscheinlich Teleporter, hm? Ja, so eine Kacke aber auch. Ich hab's befürchtet. Komm ich hier wieder zurück? Ja, okay. Doch nicht so schlimm. Gut, dann müssen wir den erstmal killen. Dann haben wir einen neuen Teleport. Och, okay. Roter Flugroboter. Da haben wir auch 18.000 Damage, kein Ding. Niedrige Schwerkraft, alle werden zwischen den Runden leichter. Was haben wir noch? Blitzanfälligkeit. Viele SP wieder zu bekommen. Oh, 2 Obsidianfelsen wieder. Level Break aufgeladen ist schon mal gut. Wanken. Mehr Wind und weniger Erdschaden. Wir sind nicht anfällig gegen Blitz. Was ist mit denen aus? Ja, die nicht so. Ding, 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 ding. Auf den da! Schade. Der anderen roten Flugroboter wäre schön gewesen. Piu, piu. So, dann lass uns doch erstmal hier. Wie sieht es aus mit Finsternis? Bedingt, wa? Dann nutzen wir einfach mal. Passt schon. Ich krieg's nur 15% Schaden. Trotzdem viel Schaden. Bam!
Na, schade, er konnte nicht gekillt. Dafür aber die kleine Rakete, die hier runtergeflogen ist. Sehr hübsch. Titan und Eisenblatt. Dafür haben wir die eine Quest jetzt erledigt. Warum muss ich Titan abgeben? Hier, Macker in Kiefernhausen. Easy. Nochmal ganz kurz so einen Stets angucken. 103 gegen das Gang gegen Fangen, Ausrüstung gefunden, Max Schaden, 79.000 Schaden. Interessant, vielleicht mit Ragnarok. 165 wieder tot, oder? Ups. Wieder hingerichtet, höchste bei der Endbosskampf, 0. Okay, schauen wir, wo wir hier hinkommen. Rolex, bist du ready? Jo, bist du. Wieder zwei Wellen, widerlich. Aber wir können auf jeden Fall die beiden Erze einfangen. Okay, das wird schwierig. Erstmal den da. Das war wirklich knapp gewesen. Und einmal den da oben. Ah, weiß nicht genau. Okay, wunderbar. Und die explodieren wieder. Deswegen hätte ich nur eine Chance gehabt. War aber cool, beide gefangen. Nice. Ich finde es unfair, dass die trotzdem dran sind, obwohl ich eigentlich hätte dran sein müssen, weil sie haben ja ihren Angriff jetzt gemacht. Ich meine, ich bin ja auch nicht nochmal dran, sobald sie die Runde wechseln. Ne? Also ich finde es schon ein bisschen unfair. Das ist tatsächlich sehr unfair. Topazio hat einfach mal 90.000 Leben. Wollen wir mal einen nordischen Monolith machen? Dann würde er natürlich... Ich weiß nicht genau. Wir probieren einfach mal. Wir haben Bock drauf. Aber halt nur für eine Runde, ne? Aber er auch, oder? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ne, dann lieber Schaden machen. Finde ich besser. Elf Runden? Wir dann einen Finalschnitt auf den da oben, haben wir nämlich noch einen extra Angriff. Und sie können jetzt auch noch einmal einen kleinen, eine kleine Lichtsäule. Bei ihm machen wir, was machen wir Schönes? Wasser. Da habe ich nur Eis. Schade. Dann Blitz. Aber mit Tom, sehr gut. Hübsch. Ja, ein Ausschnitt ist okay. Wollten wir ausprobieren. Aber nicht sogar unschwer. Ein Hyperbohrer hält den Charme von Erdskills. Willst du was Besseres? Was vielleicht nicht minus 1000 Schaden macht. Dann sieht man, okay, das ist ein, hat ein. Okay, das hat auf Level 3, da würde ich aber weniger Magie-Schaden machen. Ich finde tatsächlich, dass wir den benutzen, ist besser, das Saphir-Schwert. Ich herrnüte Schwerter, genau den da. So, schauen wir noch mal. Das kriege ich einfach 139 Schaden dazu. Zwar Genauigkeit und Ausweichrate ist weniger, aber dafür mehr Defense. Ich finde es, glaube ich, schon ganz okay. Das Saphir-Schwert. Hier würden wir halt immer wieder ein Dings stehen, das ist aber egal. Let's go. 715 Schaden, Alter. Wir müssten echt mal alles maximieren und dann gucken, was am besten ist. Das werden wir vielleicht mal am Ende machen, denke ich. Jetzt haben wir eigentlich. Doch, wir haben zwei. Dann nochmal, das war das Falsche. Hier oben? Ja. Halloween Süßigkeit, du wirst nur während der gruseligen Monats gedroppt. Das ist schrecklich, deshalb gibt man es den Nachbarskindern. Naja, es ist jetzt nicht um den Halloween.
Aber ich will hier unten hin. Komm ich denn da hin? Gar nicht, wa? Ist getrollt. Ich muss weiter nach rechts. Na gut, gehen wir weiter nach rechts. Obwohl wir storymäßig hier müssen. Ich sehe verschiedene Wege, die wir nehmen können. Die ganze Gegend wirkt wie ein gewaltiges Labyrinth. Was für eine seltsam spezifische Anordnung von Steinen. Sieht so aus, als sollte irgendetwas Rundes in die Löcher hier. Hey du, ja du! Wir haben eine Weile nicht geredet, weil es seltsam ist, wenn die anderen dabei sind. Du kannst das lesen, selbst wenn ich es nur denke, oder? Bitte? Ich? Hm, vielleicht. So oder so, ich weiß, dass du eine große Rolle in dieser Sache spielst. Selbst wenn ich noch nicht weiß, was es ist. Es war alles schön und gut, als es erst noch nur du, ich und Nolex waren. Aber jetzt wird's ernst und du passt besser auf meine Freunde auf. Besonders Natalie, ich glaube, sie würde sich die Schuld geben, sollte da etwas passieren. Wenn du also so viel Einfluss auf unser Leben hast, wie ich denke, lass uns nicht sterben. Und bitte überspringen keine optionalen Gebiete. Ich möchte all den Loot haben, ich auch. Warum durftest du da drüben ab, Matt? Wir sind mitten im griechischen Gebiet. Konzentration. Sorry. Yo. Ich will diesen Hammer haben. Wir haben auf jeden Fall erstmal unsere Porterkatze. Einen haben wir dann noch vor uns. Sephir, ich habe versucht, die Macht in diesen Kristallen zu absorbieren, aber das hat nur meine Haut rot gefärbt. So viel dazu. Das hat mich so sauer gemacht, dass ich meinen großen Hammer fallen gelassen habe. Ja, der ist viel größer als der kleine Teil, das ihr da habt. Der große Hammer? Ich schätze, den werden wir später brauchen, um diese roten Kristalle zu eliminieren. Ja, den will ich haben. So, was haben wir hier? Oh, okay. Rote Kugel. Braune Kugel. Und eine grüne Kugel. Mein Dorf hat mich geschickt, euch etwas Sachen zu bringen. Als wir gehört haben, dass jemand von unserer Heimat ist, wir stoppen den Alien-Angriff, müssen wir irgendwie Unterstützung leisten. What? 22 Knoblauch, 11 Bananen, danke. Danke, Wohiv. Bitte mach für uns einen Totempfahl, falls wir sterben. Zusammen haben wir die faschistische Revolution aufgehalten. Zusammen können wir auch diese Katastrophe aufhalten. Bist du der Typ, der meine Festung mutwillig vandalisiert hat? Nein, Sir. Oh, ich habe jetzt Zeug gucken, was ich nicht gesehen habe. Mist. Schatz gefunden, das hier wieder. Ich schaff das. Was genau, was ich weiß ich nicht. Aber ihr Kinder seid der Schlüssel der Zukunft. Sollst du nicht etwas Ruhe gönnen? Nichts, deine Angriffe zu verpassen, würde mich umbringen. Ihr könnt es nicht schaffen, sogar wenn ihr nicht an euch glaubt. Wisst ihr auch wieso? Weil ich an euch glaube. Also glaubt an mich, der an euch glaubt. Eine Sonnenbrille und ein cooles Stirnband. Wir kennen dich ja gar nicht wirklich, Bro. Aber trotzdem, danke, wir probieren es mal. Denkt dran, den Angriff abzuwenden, den ich euch gezeigt habe. Verwendet euren Bohrer und ihr solltet es schaffen. 10 Kaffee und ein Keks. Hey, was ihr für mich getan habt, hat mir echt das Leben gerettet. Für unsere kleine simulierte Welt müssen wir alle tun, was wir können. Niemand sollte allein leiden müssen. Ich drücke euch die Daumen. Schön, dass es dir besser geht. Wir werden diese Welt wieder lebenswert machen. Ich verspreche es. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal alle 4 Kristalle sammeln, um hier in dieses Portal zu öffnen. Also erstmal, don't worry. Wir haben noch keine Gegner, noch keinen Endboss. Wir haben schon wieder 7 Muffins und eine Schokolade bekommen. Danke für eure Hilfe, Freunde. Jetzt will ich euch den Gefahren zurückzahlen und euch bei der letzten Schlacht unterstützen. Es ist leicht für uns hierher zu kommen, da ihr inzwischen alle Schleimkäse freigeschaltet habt. Ihr habt wirklich so viel für uns getan. Danke, Molly. Ich glaube, wir werden es hier durchschaffen. Dann lass uns erstmal den Moliten da oben killen. Ja, dauert noch bis da zum Endboss. Also, wir haben eine riesige Welt vor uns. Das ist erstmal. Zwei davon. Alles klar. Zwei, die mega dodgen können. Okay, der unten hat also erstmal angefangen, Schaden zu bekommen. Alter, der Damage. Okay, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Also, wie viel Schaden wir machen, wenn wir wirklich mal treffen sollten. Gut, ich wollte eigentlich auf einen, aber egal. Ups. Nolex hat fast dahin gerafft. Jetzt sollen wir für Nolex auch eine bessere Waffe mal suchen. Nolex muss mal neuen Leben. Und dann hätte die versucht, dieses Ding zu killen. Schade. Magieangriff plus ist ungeil. Aber es macht tatsächlich überhaupt nichts, weil wir einfach mal Autoleben haben. Das heißt, selbst wenn du uns jetzt killen sollte, ist es mir einfach egal. Dann kann ich einfach straight auf ihn raufgehen. Bereit machen für TPK! Tja. Drauf gelaufen, ne? Es wäre ganz cool, wenn du nicht 5 Milliarden mal verfehlen würdest.
Alter. Der hat noch mehr Dodge-Rate. Du hässliches Drecksvieh. Ich wollte es auch wieder einfangen, eigentlich. 340.000 Erfahrung. Gut, ist mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Punkte Rune und eine rote Pille. Jetzt die Frage, wo laufen wir lang? Weil wir könnten im Prinzip überall lang laufen. Weil das Ziel ist tatsächlich immer nur noch die Mitte. Das heißt, wir gehen einfach nach unten. Ah, ich bin so ein Holzkopf. Ah, warum habe ich das nicht kommen sehen? hässliche Mimikiste. Ich käme mich darauf, dass da einfach eine Mimikiste rumsteht. Eine richtige Kiste rumstehen würde. Ja, genau. Nimm dir einfach das komplette Leben wieder, was ich dir gerade abgezogen habe, du Penner. Boah, ne, gegen habe ich keinen Bock zu kämpfen. Tschüss. Auch im Bro. Den Scheiß könnt ihr echt euch in die Haare schmieren, ey. So, wo geht's hin? Da geht's auch noch rüber. Interessant. Hier war noch was, oder? Diese Waffen sind NPC-Qualität. Die würden sofort zerbrechen, wenn wir versuchen würden, sie zu verwenden. Ah ja. Ein Diamant und ein Minzblatt. Sehr schön. Willkommen in der Doomsday Battle Arena. Seid ihr bereit, bis zum Tode zu kämpfen? Rein zur Datum des Publikums. Wir müssen hier nur durch. Dein kleines Prestigeprojekt ist im Weg. Und du hast nicht mal ein Publikum. Alles klar, wir haben erstmal den Octopussy killen da. Aber liebe Freunde, an dieser Stelle machen wir erstmal eine kleine Pause. Von Epic Battle Fantasy 5. Beim nächsten Mal machen wir da weiter. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.